Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin natürlich auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Stellar Age MMOs Strategie. Ich starte das Spiel, mach voll mit rein. Und dann warten wir nur ein, zwei Sekunden oder ein bisschen länger und sind dann schon da. Es ist mal wieder mein Spiel, was ich eigentlich immer spiele, Stellar Age. Deswegen freut mich das. Hurra. Okay, da sind wir. Jetzt ich zeige euch das, was ich sowieso immer mache mit dem Spiel. Ich rüste erst meine reparierten Raumschiffe zurück und meine Raumschiffe, die ich gebaut habe. Da gehe ich auf VIP. Da hole ich mir die VIP-Truhe ab. Nehmen wir alles. Oh, auf Platz 17. Danach. Warum ist das wieder so lange hier? Danach gehe ich einmal hier auf das Zeichen. Also es ist ja jedes Mal ein anderes Zeichen. Das sind diese Events, die gerade stattfinden. Die ändern sich immer so alle zwei Tage oder jeden Tag. Einige jeden Tag, einige zwei Tage. Einige sind eine Woche da. Also hier habe ich bei Einheiten produzieren. Der läuft in 19 Stunden aus. Auch 19. 19. Ein Tag und 9 Stunden. Ein Tag 19 Stunden. Und der auch 19 Stunden. So, und gehen wir mal nach da oben. Da habe ich auch wieder was gewonnen oder freigeschaltet, besser gesagt. Das geht noch 11 Tage. Das geht dann bis ganz hinten. Meinem längstes war, wo ich einmal gekommen bin, war irgendwas mit 19, 18, hier vorne die Ecke irgendwie. Weiter bin ich noch nicht gekommen. Das war mein Bestes gewesen. Gut. Die Dailies bestehen da drinne. Wir müssen Schiffe bauen. Kann ich mal kurz zeigen. Schiffe im Wert von 52.000 Kampfschiffe habe ich gemacht. Bei Elite Piraten, da brauche ich immer einen, das schaffe ich alleine nicht, geht auch gar nicht, du musst in der Gruppe mal angreifen, die Elite Piraten. 55 Piraten in Level 25 angreifen, das dauert eine Ewigkeit. So viel Zeit habe ich nicht. Ressourcen, das könnte ich schaffen, wenn ich nachher die Schiffe losschicke und heute Abend die abhole. Das werde ich jetzt machen. 10 Stück Apexes. Und das werde ich machen. Ein Kommandant 40.000 Erfahrung zu gehen. Fangen wir mit den Kommandanten an, die sind hier unten auf der Liste. Und ich nehme mal den letzten Kommandant, weil ich immer probiere, alle Kommandanten gleich stark zu machen.
50.000 habe ich noch 6. Geben und jetzt haben wir die Quest fertig. Da leuchtet die 1. Aber die leuchtet komischerweise nicht immer. Manchmal habe ich die Quest fertig, aber wird mir nicht angezeigt. Und jetzt brauche ich 10 von den blauen Apexes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfekt. Da ist die 2. Dann holen wir mal die beiden Quests ab. Ich habe Geschenke gekriegt, weil ich auf Platz 73 war. Und VIP noch aktivieren. Ich hätte gerade nur VIP-Punkte genommen und 2 Spielmarken. Die Spielmarken werde ich jetzt auch verwenden. Ich drehe hier am Rad. Einmal und dann drehe ich nochmal am Rad. Zweimal. Gut. Kann ich schon mal für morgen Schiffe bauen. Zurzeit brauche ich immer sehr viel Transporter. Und Kampfschiffe, ich bin bei denen noch nicht bei 1000 gelandet. Wenn ich davon 1200 habe, mehr wie 1248, dann nehme ich davon ein. Also ich produziere immer die Schiffe, die am wenigsten da sind. Und bei denen dauert es am längsten. Forschung läuft noch. Die Forschung hatte vorher über 2 Tage gedauert. Ich denke mal, es wird bei der nächsten Forschung von denen auch so sein. Ich probiere als erstes die Verteidigung komplett voll zu machen. Vielleicht nicht so ganz sinnvoll, man sollte vielleicht auch andere Sachen machen, aber ich habe mir ein Schild für 30 Tage gekauft, der müsste allerdings diese Woche ablaufen. Jo. Oh. Auch selten, dass ich da mal was mitkriege. Meistens immer nur Erze. Hier habe ich Marke noch gekriegt. So, dann unterstützen wir mal die Gilde mit den Projekten. Gut, dann war das alles. Und jetzt muss ich noch die Erze suchen. Ich habe 7 Billionen Erz davon, 1 Billion davon. Das reicht vollkommen eigentlich. Der grüne, der ist mir ein bisschen zu wenig. Den hier, den.
out behind. Let's roll. The secret of getting it. Something on your mind? I've made my choice. Können auch ein Piratenschiff anfordern, suchen. Kann ich auch mal kurz sein. Geht man auf Basis. Dann geht man hier nach oben auf die auf das Radar. Das ist Radar, aber wir müssen auf den da gehen. Was ist das? Ich würde das sagen, ist ja eigentlich auch ein Radar. Was haben wir so nah? Keine Ahnung. Da gehe ich hier drauf. Auf den Totenkopf mit der Lupe. Wähle den letzten Chip. Ich habe nur einen Chip hier. An, drücken auf Suchen und da oben haben wir einen. Den greifen wir an. Today will be an exciting day. Ich nehme da die leichten Jäger Stufe 2, weil die sind schön schnell und sind auch stark. Natürlich muss man die ganzen Raumschiffe erstmal freischalten und das dauert auch eine Ewigkeit. Wenn ich mal wegscroll, können wir mal schauen, wie weit das entfernt ist. Hier ist ja das Gebiet von meiner Allianz. Und ich bin hier abgeschlagen von den anderen. Übrigens, unsere Allianz hat ganz viele neue Plätze wieder frei. Wer das Spiel interessant findet und gerne mal spielen möchte, kann sich ja bei unserer Allianz melden. Wir sind die Space Cowboys. Und dann eben da. Da, die Space Cowboys. SCB Space Cowboys Basis sozusagen. Da sind wir. Oh, hier ist jetzt der Chef, der Hauptpirat. Dann nehme ich jetzt den und den. Ich nehme mit Absicht die beiden, weil hier habe ich einmal eine Ressourcenwolke von 60% und hier eine Ressourcenwolke von 30%. Sind ja nun mal dann 90%, müsste also eigentlich was da sein, wenn ich so besiegt habe. Eigentlich nicht immer. Da ist auch nichts. Gut, dann geht die Jagd weiter nach dem Grünen. Das brauchen wir. Sunward to freedom. Da brauche ich die dreieckigen
Titanenschiffe. Ich habe den Faden verloren. Da sind wir. Titanenschiffe. Oh, ist eine Gaswolke. Jawohl. Die erste haben wir schon von dreien. Machen wir mal nur zwei. Something 24.000, das sind meine Transporter. Jetzt suche ich mal hier diese. Hier ist ja die Piratensuche mit dem Totenkopf und der Lupe. Und jetzt probiere ich, die hier zu suchen. Hat immer sehr gerne, dass du dies zerstörst, weil da kriegt die Gilde auch Punkte für. Together we are the sun. A necessary strike. Anfangs sind sie noch ganz leicht. They may have many, but you have. Und die verlieren auch keine Gaswolke, die man dann abfarmen kann. Wie ihr bestimmt gerade schon gesehen habt, hier oben steht, wie oft man angreifen kann. Ich habe mich schon 5-mal angegriffen. Oder wie oft man die beschwören kann. Ah, schon wieder falsch gedrückt. Gerade den 8. beschworen. Oder 8 habe ich noch. Victory never comes. Take the risk or lose the chance. Jo.
So. Und wenn du es alleine nicht schaffst, kannst du auch einen Gruppenangriff machen. Später ist es ratsam. Am Anfang ist es für mich jetzt noch kein Thema. Together we are strong. Already there. Weil die Stärke von denen ist. Schauen wir mal nach. 2,4000. Das ist mal nichts. Ich nehme ein Schiff, dann habe ich. Kampfkraft 117.000. Wenn ich jetzt so wie immer alles voll nehme, habe ich 40 Millionen Kampfkraft. Also, alles easy. Das war schon immer nur Verluste. Aber gleich geht's schon los. Tausend. Dreamers are lonely. Show me your best. They may have many. Always forward. So, dann hören wir mal schnell die letzten drei. Victory never comes by itself. Always bring Anna. We will unearth what has been lost. It must come to pass. Und der letzte. Jetzt müsste ich 14 Minuten warten, um wieder einen zu beschwören. Weil die Zeit läuft ja immer genau darunter. Wenn ich hier raufgehe, da ist die Zeit. Dann kriege ich wieder eine 1 und dann kann ich wieder einen beschwören. Aber jetzt erstmal ist die Pause. Habe ich gerade Leute verloren bei dem Kampf? Weiß gar nicht. 15? Ne, auch nicht. Wie stark war der? Steht nicht hier. Leider. Naja, ich habe trotzdem gewonnen. Dann sind wir mal wieder auf die Suche nach dem Erz. Und. Oder Gas. Ich habe da ja noch drei Plot-Kapitäne. Die sind zum
zum Farmen der Wolken. Ja. Der ist zum Beispiel hier eine Kampfkraft von 54 Millionen. Wenn ich jetzt angreife, ich habe weniger. Davon sind zwei und der eine schon an Arbeiten. Das sind Arbeiter. Die brauchst du nur losschicken, um die Gaswolken abzufarmen. So, und jetzt nochmal. 54 Millionen und ich habe eine Kampfkraft von 33. Normal würden die gewinnen, der Gegner. Der ist stärker. Allerdings durch meine Forschung kommt dann noch Plus immer dazu. Das siehst du so nicht, das musst du mit dazu rechnen. Ja. Am besten siehst du das. Jetzt machen wir jetzt den Angriff. Warte mal, ich nehme die hier. Ich mache jetzt mal einen Angriff. Dann zeige ich euch das mal anhand eines anderen Kampfes. Ich gehe auf Bericht. Gehe auf den Bericht drauf. Meine Flotte ist 33 Millionen stark. Dann kriege ich hier noch. Das sind die Schiffe, die kaputt gegangen sind. Die sind in Warp dann, wenn ich den aktiviert habe. Den habe ich aber nicht aktiviert. Und beschädigt ist die Leute, muss ich reparieren, 4 Millionen davon. Okay. Aber ich habe jetzt die Kampfkraft von 33 Millionen. Er hat die Kampfkraft von 55 Millionen, also viel stärker. Dann kriege ich hier nochmal plus den dazu. Plus den dazu. Und dann geht es hier weiter. 72% und so weiter und so fort. Bei der Entwicklung habe ich nochmal 52 Millionen extra dazu. Hier habe ich 59 Millionen. Ja, und das war es dann auch schon. 52 plus 59 Millionen. Plus diese 33 bin ich bei, sag ich mal, 140 Millionen jetzt. Und noch die beiden Tausender dazu. So, ich kann immer nur 6 Schiffe losschicken. Hier arbeiten 2 Schiffe und meine anderen 3 Schiffe sind in der Gilde. Habe ich zur Gilde geschickt. Das sind dann die Sphären. Wo war die eine Sphäre? Da. Hier ist zum Beispiel ein. Boah, ist das eine Tranne? Eieiei. Hier ist, sind von mir Schiffe drin. Eintreten. Ich bin da auf Platz 7. Mensch, bin ich schlecht. Ich gebe nur 1,2%. Nur der unter mir ist schlechter. Der gibt 1,1%. Ja, und dann habe ich noch hier eine Sphäre. Da habe ich auch noch ein paar Schiffe drin. Und was ist die hier?
Ne, da oben. Und da. Ja. Bei Schubes ganzen Sachen, die man. Dass mein Schutzschild, das geht noch 5 Tage und 15 Stunden. Dann muss ich es wieder verlängern, sonst werde ich mal angegriffen. Dann hat man halt hier noch so einige Sachen, die man aufwerten kann. Mehr Schaden, mehr Rüstung, schneller fliegen, weniger Treibstoff. Das ist, wenn man VIP hat, man kann es auch nochmal so machen. Das ist mehr Materialien und das ist hier der Warp. Der Warp kostet 240 Gold. Ich habe 1042 Gold. In 5 Tagen nicht mehr, da habe ich nur 100.000 Gold. Weil ich kaufe mir dann wieder den 4 Monat das Schutzschild. Ich habe es auch stündlich noch ein paar Schutzschilder frei und ich glaube für 3 Tage habe ich auch noch ein paar. Das ist immer so nervig. Dann läuft er aus, musst du mal nachgucken. Ja, ist halt so, ne? Die Piraten haben immer eine Schwachstelle. Bei denen ist es der Titan. Bei den Blauen, also meistens der Titan. Bei den Blauen ist es meistens die leichten Schiffe. Und bei denen der Zerstörer. Aber ich brauche nur die Grünen. Na, komm schon durch. Make no mistake. What can I do for you? Not a moment too soon. Und wieder Titanen schicken. Activating combat mode. Und die Grüngaswolken, die ich jetzt gerade farme, die geben am wenigsten Erz oder Gas. Am meisten gibt der braune, am zweitmeisten ist der blaue. Können wir mal einen weitergehen auf 33, wie schwer der da ist, aber den schaffe ich meistens nicht. Der hat aber auch nur 51 Millionen Angriff. Stärke. Schauen wir mal. Everyone died. Nothing. Und was auch immer wichtig ist, zu schauen nach den feindlichen Schiffen, was der Feind da alles hat. Nichts ist rot, das heißt, ich kann ohne Minusprozente angreifen. Und das stand auch leicht. Das ist gut. Probieren wir mal noch ein weiter zu gehen. Ach nee, sind schon fertig. Schneller, schneller. Das ist der Nachteil bei den Titanen, die sind so langsam. Aber die Formation sieht cool aus. Always bring air today.
Glaube. Aber wenn ich den blauen benutze, hier ist die grüne Gaswolke, kriege ich 30% mehr. They may have many, but you have me. So. Ja, das ist die Formation von den Sammlern. Da fand ich die andere von Titan besser als so eine Reihe. Gut. Schau uns mal die letzten drei Berichte an. Zack, gelesen. Kommandant, da habe ich was gekriegt. Eine neue Waffe. Die ist aber schlechter als meine. Sie braucht noch eine blaue Waffe. Da können wir mal schauen, ob wir eine bauen können. Ja, in der Basis rein da rum. Dann gehe ich doch mal hier drauf. Ne, nicht hier. Das war auf Radar war es, glaube ich, ne? Da war es doch da drauf. Ah, Schiffe erstmal reparieren lassen. 2 Stunden 35 Minuten, dann hole ich morgen ab. Wo war das gewesen? Ah, ich baue so selten die Ressourcen. Ach, da unten steht es doch. Hier ist der Button. Rüstung. Ich wollte eine Waffe haben. Waffe. Dauert einen Tag und wir sind in Benutzung. Da, die kann ich nicht. Und hier fehlt mir was. Der Computer. So, das habe ich alles. Deswegen stelle ich das jetzt her. Noch 10. Das wird teuer jetzt. Ja, und herstellen. Auf Platz 21 bin ich hier. Ist gut, würde ich sagen. Und da habe ich noch keine Punkte gemacht. Auf Platz 50 ist die Gilde. Ja. Gut. Dann will ich schon wieder sagen, das war's für heute. Für heute war es das. Ich verlasse das Spiel, ich hole mein Ticket ab und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr aber nicht dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.